Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. In letzter Zeit sind die Overwatch Cases leider sehr kacke. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir hier einen mittelprächtigen haben und er nicht direkt wieder anfängt reinzudrehen. Wir haben Source 2 ja praktisch schon vor der Haustür, also so fühlt es sich zumindest an. Und jetzt kommen einige Fragen, ich weiß nicht, was er hier treibt, einige Fragen auf. Ui, nein, das ist natürlich krocki. Egal, die Source 2 betreffen. Unter anderem wird Source 2 etwas kosten? Diesbezüglich gibt es natürlich keine gesicherten Infos von Valve. Es gibt ja generell keine Infos, auch zu Source 2 jetzt nicht. Also, sie haben ja nichts confirmed, dass Source 2 jetzt tatsächlich kommt. Übrigens ist er hier brutal am Reinscheißen mit Vision und Aim. Aber ja, wir gehen mal davon aus, Source 2 kommt. Dann jetzt bald, dieses Jahr, irgendwann. Und wie gesagt, die Frage ist, wird Source 2 was kosten? Ich gehe stark davon aus, dass es nichts kosten wird, denn mit sowas würden sie sich natürlich ordentlich in die eigene Hose scheißen, wenn sie Source 2 einfach kostenpflichtig machen würden. Denn es soll ja ein Umstieg sein von einer Engine auf die andere. Also viele denken auch, ich halte mal hier kurz an, viele denken oder verstehen das auch so, als wenn es ein neues Spiel sei, beziehungsweise als wenn es ein DLC oder sowas sei. Aktuell läuft CSGO, so wie auch CS Source damals, vor über 10 Jahren, auf der Source 1 Engine. Das ist die Architektur, auf der das gesamte Spiel eben basiert. Und Source 2 ist die neue Architektur, mit der man, wie ihr wisst, ja schon seit 2012 gerechnet hat oder um die es eben schon um 2012 rum ging. Gestartet ist dieses Gemauschel, da kommt was Neues. Und es ist also eine neue Engine für das gesamte Spiel. Ich denke, wie gesagt, nicht, dass die extra kosten wird. Wie ich mir das Ganze vorstelle, ist wie folgt. Es wird ein Update kommen und mit diesem Update wird man einen Beta-Zugang erhalten oder vielmehr das Spiel auf eine Beta umstellen können. Sorry, ich huste hier die ganze Zeit rum, deswegen sind da voll krebelige Schnipper drin, aber ich huste wirklich ekelhaft krass rein. Bin noch etwas erkältet. Man wird sicherlich die ganze Sache auf Beta umstellen können. Dann wird Source 2 eben geladen, dann wird das Spiel, das man hat, auf Source 2 umportiert und dann kann man eben darauf spielen. Ich denke nicht, dass das ein festes Update geben wird und dann ist alles auf Source 2 und das war's. Und wie gesagt, Kosten werden dabei, denke und hoffe ich vor allem, nicht entstehen. Denn falls sie sowas machen sollten, und die Wahrscheinlichkeit dafür ist, sage ich jetzt einfach mal, extrem gering, dann würden sie sich halt extrem ins eigene Fleisch schneiden. Denn wer hat Bock darauf, da einfach Geld reinzustecken in sowas Neues, Unbekanntes. Eine weitere Frage, die im Raum stand, war, wird man die Skins mit übernehmen können oder nicht? Auch hier gibt es überhaupt keine Bestätigung von Valve. Aber auch hier würden sie sich so dermaßen schaden, also wirklich extrem schaden, wenn sie das nicht machen würden. Also ich gehe zu 99,9999% davon aus, dass man die Skins übernehmen können wird, dass sie einfach übernommen werden, dass sie auf der neuen Engine funktionieren. Ich meine sogar, dass es diesbezüglich auch schon Leaks gab, in denen gezeigt wurde, wie sehr sie daran gearbeitet haben oder arbeiten, dass die Skins so wie sie sind übernommen werden, maximal vielleicht aufgehübschter werden, noch besser aussehen durch die neue Engine, durch die neuen Physics, die damit rumkommen, auch durch die neuen Visuals halt, aber dass sie eben natürlich übernommen werden. Denn wir wissen alle, das ist ein Riesenmarkt in Counter-Strike. Also es gibt so unglaublich viele User, die nur deswegen Counter-Strike spielen oder Counter-Strike geladen haben, um mit Skins zu handeln und die vielleicht mal ein bisschen zu zeigen auf ein paar Public-Servern halt, aber insgesamt einfach nur wegen den Skins in Counter-Strike sind. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Skins nicht mit übernommen werden. Da könnte ich mir sogar eher noch vorstellen, dass Source 2 irgendwie was kosten würde, was es bestimmt auch nicht tut. Aber ja, also die Skins wegzulassen wäre mega dämlich. Das machen sie bestimmt nicht. Und wir wissen ja, so wie jedes Unternehmen will Valve logischerweise auch Geld verdienen. Das wird ihnen ja auch ständig vorgeworfen, von wegen, die machen nichts gegen die Cheater, weil die so viel an den Cheatern verdienen. Darum werden sie sich natürlich auch vorsehen und die Skins mit übernehmen, das ist ja klar. Also ich würde sagen, dass das vollkommen logisch ist. Man merkt durch diese Fragen natürlich, dass es eine gewisse Unsicherheit gibt. Klar, da kommt was, was man nicht kennt. Viele freuen sich, aber vielen wird auch im Moment jetzt klar, was heißt es überhaupt? Was bedeutet Source 2 für mich? Was für Änderungen werden damit einhergehen, wie halt Zahlungen, Skins und so weiter und so fort? Wir haben gestern im Stream auch über das Movement gesprochen. Übrigens, wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Wie gesagt, gestern ging es ums Movement. Da ist die Sorge natürlich auch groß, dass sich da viel verändern wird. Der Umstieg von 1.6 auf Source, ich habe den damals noch mitgemacht, war sehr krepelig, was die Bewegung, also das Movement anging. Es war gefühlt eine ganz andere Welt, ein anderes Spiel. Es war nicht mehr Counter-Strike. Nach ein paar Jahren des Eingewöhnens war es dann natürlich doch Counter-Strike. Aber es war schon ein Umstieg und viele haben Sorge, dass das jetzt auch sein wird, wenn wir von Source 1 auf Source 2 umsteigen. Das werden wir sehen. Umstellung wird es sicherlich geben, natürlich.
Aber da werden wir, denke ich, alle gut durchfinden. Also jeder, der gewillt ist, die ganze Sache auszuprobieren und halt sich daran zu gewöhnen, der wird das auch schaffen. Damals gab es auch viele, die gesagt haben, bäh, scheiß Counter-Strike Source und auch später, bäh, scheiß CSGO. Warum haben die schon wieder ein neues Counter-Strike gemacht? Wir wollen doch einfach nur unser altes, bla 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 bla. Das ist halt immer so. Das ist halt einfach bei dem Spiel wie Counter-Strike, wo der Kern des Spiels eben auch die Kernmechaniken sind, die einfach immer gleich bleiben sollten, da ist es nun mal einfach so. Aber da werden wir, denke ich, alle drüber hinwegkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Source 2 released wird und das ist einfach alles anders. Man kann sich dann jetzt hinlegen und mit jeder Waffe so leicht einscopen oder sowas was weiß ich, Wallruns machen oder so. Das werden sie sicherlich nicht hinzufügen. Somit wird es doch sicherlich ein Counter-Strike bleiben. Das ist, denke ich, ganz klar. Aber wie gesagt, man merkt, es gibt Unsicherheiten. Bei vielen Dingen, übrigens, er macht hier den größten Quark der Welt irgendwie. Es gibt starke Unsicherheiten, gerade bei so grundlegenden Dingen eben, wie auch den Skins. Ich sage einfach mal, macht euch keine Sorgen bezüglich der Dinge, die den finanziellen Erfolg von Valve selbst beeinflussen könnten. Wie gesagt, wenn sie jetzt Source 2 rausbringen und sagen, so, das kostet jetzt 60 Euro für jeden, der umsteigen will, das ist einfach dämlich, das werden sie 100% nicht machen. Oder wenn sie eben die Skins einfach weglassen würden, wenn sie sagen würden, ja, die Skins sind beim alten Counter-Strike, bei CSGO, das nach wie vor auch spielbar ist. Wenn ihr weiterhin das spielen wollt, könnt ihr das machen. Wenn ihr eben das neue Counter-Strike spielen wollt, das auf Source 2 basiert, dann müsst ihr da halt neue Skins ansammeln oder sowas. Also das wird genauso wenig passieren. Also da werden sie da würden sie halt dick reinlangen, auch in den Markt. Und die Skins plötzlich, die würden stark an Wert verlieren, logischerweise. Weil auch die ganzen Profis natürlich irgendwann mit der Zeit auf das neue Counter-Strike umsteigen müssen, weil das halt wiederum gespielt wird in den Ligen. Und ja, das machen sie sicherlich nicht. Warum dauert die Demo hier eigentlich 1000 Jahre? Oh mein Gott, was ist hier los? Bing Bong? Kann man hier vielleicht einmal einen Schlussstrich ziehen? Hallo? Also, wir sind uns hier alle einig, er hat Vision Assist und Aim Assist am Start. Ganz am Anfang habe ich kurz noch auf sein Movement geachtet und ich glaube auch ein paar Bunny Hops gesehen, aber da bin ich mir jetzt zu unsicher, um da was zu sagen. Ja, also das werde ich ihm hier auch gleich drücken. Wir gucken mal kurz noch aufs Scoreboard, das ist vielleicht noch ein Plan. Mr. Suspect 28-7. Ja, er sticht hier auch ganz klar heraus, es ist sehr auffällig. Jetzt auf, mach mal hier deinen... Mal gucken, was er noch mit dem Letzten da oben macht. Er lässt wahrscheinlich seinen Mate sterben. Guckt dabei geschmeidig zu. Obwohl, nee, der Mate müsste den Gegner nicht hören. Ja, naja. Gut. Und schon sind wir durch. So, Dolle. Und, und das ist da oben. Und da würde ich sagen, sind wir halt eben wieder am Ende des Videos angekommen. Falls ihr noch Fragen zu Source 2 habt, könnt ihr die gerne stellen. Denkt aber bitte dran, ich bin genauso wenig im Bilde wie jeder andere auch. Jeder andere YouTuber, der irgendwie sagt, hey, ich habe voll den Plan oder ich habe einen Beta-Kill oder sonst was, der lügt. Also es gibt nichts in der Hinsicht. Die Informationen, die aus diesen Leaks kommen, die sind aus Quellen, denen man glauben kann oder eben auch nicht. In der Vergangenheit haben solche Leaks immer wieder tatsächlich eben auf das Richtige hingewiesen. Aber es gibt eben auch Fälle, in denen Leaks halt einfach ins Nichts geführt haben. Wir werden sehen. Natürlich haben wir noch die Giveaways am Start. Wir lösen jetzt wieder eins auf und starten auch ein neues. Wir machen das MP5 SD Agent Giveaway jetzt mal ready. Und zwar gab es die im Bowie Knife Lore im OW-Video. Man sollte hier etwas über seine meistgespielte Waffe schreiben. Ich habe den Comment Picker bereits am Start und alles eingestellt. Wir können direkt loslegen. Get YouTube Comments 45. Vielen, vielen Dank dafür, meine Damen und Herren. Sehr, sehr edel von euch. Wir suchen uns... Was ist das denn? Wir suchen uns den Gewinner jetzt raus. Der Kollege ist ja mal richtig frech dran. Lina, schöner Kommentar. Leider hast du scheinbar nicht beim Giveaway mitmachen wollen, denn man musste, wie gesagt, über seine meistgespielte Waffe schreiben. Somit muss ich weiterziehen, bis wir jemanden haben, der das eben gemacht hat. Meine Lieblingswaffe ist die XM, die macht am meisten Spaß. Sodele, das Sicherheitscode ist auf jeden Fall eine richtige Antwort. Du bist somit der Gewinner des Giveaways. Schreib mir bitte unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge bitte deiner Kanalinfo auf YouTube deinen Trade-Link hinzu. Also einfach in Textform, als Text. Ja. Der sollte dann ungefähr hier stehen. Du kannst hier irgendwo Kanal bearbeiten drücken oder Kanalinfo bearbeiten drücken und dann einfach deinen Trade-Link hier reinschreiben. Sodele.
Wir machen natürlich auch noch ein neues Giveaway. Und zwar gibt es eine USPS Cortex für euch zu gewinnen. Lecker Teilchen, ich weiß, ich finde die sehr, sehr nice. Wie man die gewinnen kann, geht ganz einfach und zwar wie folgt. Ihr schreibt einfach irgendwas über Source 2. Also, was weiß ich, eine Frage würde auch vollkommen klar gehen, zum Beispiel schon, um hier mitmachen zu können. Ihr könnt aber irgendeinen Fakt oder was weiß ich über Source 2 irgendwas schreiben. Und wenn ihr schreibt, Source 2 wird bestimmt toll oder ist bestimmt kacke, dann zählt das auch. So, meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Wir streamen, wie gesagt, dreimal die Woche. Die Zeiten habe ich vorhin irgendwann gesagt. Ich sage es nochmal. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Wir zocken immer gemeinsam Videogames. Dort gibt es auch immer die großen Skin-Giveaways, also auch Knives und so weiter und so fort. Einfach rankommen und dabei sein. Danke fürs Zusehen und later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.